sagen wir, auch wenn ein Mensch arbeitslos ist, wenn ein Mensch studiert oder in Rente, wo ich ja nach einem langen Arbeitsleben auch ein Recht habe auf ein Alter mit Würde, muss es möglich sein, das Minimum zu haben. Und deswegen wollen wir Hartz IV, wie gesagt, abschaffen. Hartz IV, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, Hartz IV ist verbunden mit einem Zwang, jede Arbeit anzunehmen. Ich kann alles machen, von Boden stehen. Ja, mein Freund, der ich schon in einem Jobcenter gelebt habe. Vorher habe ich ein Jahr in den Zollern verarbeitet. Und die Linke ist nach meiner Wahrnehmung die einzige Partei, die ohne Wenn und Aber sagt, mit Hartz IV. Wir haben im Hartz IV kann gekürzt werden, das Existenzminimum um 10%, um 30%, um 60%, um 100%. Und danach kommt nichts mehr. Wo leben wir denn? Wir leben im 6. reichsten Land der Welt. Anfang 2005 wurde das, der Sozialstaat mit 5:8 gesagt in diesem Punkt. Es ist eine Schande. Und das sage ich als Ehemaliger und Jobcenter-Mitarbeiter. Und ich hoffe, und das als Frage, ich hoffe, dass der Wegfall der Pensionen in Hartz IV unverhandelbar bleibt für die Linke. Das hoffe ich, und das wäre dann vielleicht die Frage, ob es dabei bleibt. Also direkt darauf einzugehen, das wird ja immer wieder gefragt, was muss dann geschehen, damit die Linke sich zum Beispiel rot-rot-grün an einem Regierungsbündnis beteiligen kann. Und die Linke hat immer gesagt, wir stehen nicht zur Verfügung für ein Verwalten, für ein Hauptsache, man kriegt einen Ministerposten ab in irgendeiner Form der Regierung. Dafür steht die Linke nicht zur Verfügung. Wir wollen den Sozialstaat wiederherstellen. Und das Hartz IV, dass unsere Mindestsicherung sanktionsfrei bleiben muss, das ist doch ein Kernelement. Das wird niemals aufgegeben, denn das ist genau das, was den Sozialstaat beschnitten hat. Wir wollen den Sozialstaat wiederherstellen und stehen auch für keine Regierung zur Verfügung, die sich nicht daran beteiligt. Wir brauchen eine sozialpolitische Kehrtwende und kein Weiter-so.